Also Benny, was machen wir heute? Wir sind jetzt in dieser verrotzten Altstadt in Heidelberg. Voll ekelhaft, hier nur alte Gebäude. So wie die alten verrotzten Menschen in Mannheim. Aber wir gehen heute auf den Königsstuhl auf. Und was wir da machen, das weiß ich noch nicht. Vielleicht ein paar kleine Kinder verkloppen, aber das darf jetzt nicht aufgenommen werden. Der Bus ist einfach abgefahren ohne uns. Ohne die Nummer drauf zu haben. Genau als er losfährt, zeig dir die Nummer an. Das kann es ja nicht wahr sein. Endlich haben wir es hier geschafft. Ja, endlich nach 2,5 Stunden. Anders als die angegebene 1 Stunde, aber was soll man machen? Dafür aber hat sich gelohnt, der oder? Ausblick hat sich gelohnt. Die Busfahrt war nicht so geil. Ich glaube, die Aussicht wird noch schöner, wenn wir etwas länger hier bleiben, weil dann die Sonne etwas tiefer steht. Und dann hat alles so von der Scheißstadt spiegelt. Heidelberg ist die Dreckstadt. Aussicht war doch sehr schön, oder? Ja, ey, das war... Hat sich sehr gelohnt. Da gibt es aber mehrere von diesen Dreckstüren. Oh, stimmt. Ich erinnere mich damals, als ich zum ersten Mal zum Menschenland gefahren bin, da hatte ich eine Tüte Eis in der Hand. Also ich bin so gefreut, dass ich gesprungen bin, ist mir das Eis runter. Wo sind wir denn hier eigentlich? Gute Frage, wo sind wir hier? Vielleicht ist es Heidelberg, vielleicht auch Deutschland, man weiß es nicht. Aber in allererster Linie ist es hier ein Wald. Vielleicht sogar ein Urwald, weil die Zeit ist ziemlich schnell vergangen. Der Arsch hat meine Karotte geklaut.
Meins. Gib das wieder her. Der Assi hat Nasenpiercing her. Gott, na wohl. Brille. Verschwinde hier, das ist mein Grundstück. Herr Gott, Herr Moll, piss dich. Das ist nein. Lalalala. Kommst du wohl ab hier? Da kommen schon die. Da kommen sie. Da hinten. Nee. Das ist mein Privatgelände. Bitte verlassen Sie dieses. Scheiße nach dir. Lalalala. Willst du mich klären oder was?